Mike? Jo. Ich hab Bock auf ein Video. Okay, let's roll. Was machen wir? Caps. Caps! Caps machen wir heute. Und was wir da haben, stellen wir heute vor. Richtig. Und zwar, wir haben was ganz Besonderes, eine Exklusivität. Wie gesagt, sag mal Exklusivität. Exclusivity. Ja. Exclusivity. Klingt geil, ob es richtig ist, ist egal. Genau. Auf jeden Fall haben wir was Exklusives. Und zwar das 210 Stencil Cap. Ja. Klingt geil, oder? 210? Auf jeden Fall. 210. Was es ist, zeigen wir euch jetzt. Das 210 Stencil Cap. Was wir da alles dabei haben, ist auf jeden Fall drei leere Flaschen in drei verschiedenen Größen, drei Squeezer-Tipps und eben auch das Cap selber, das Stencil Cap 210. Das gibt es in drei verschiedenen Größen, in 2 mm, in 4 mm und in 6 mm. Passt auf jede Dose auf, ja, egal ob es Loop, Cobra, Montana, Sparber, Bomber und sonst was ist, passt überall rauf, ja. Und ihr könnt super damit arbeiten und wie das auch vonstatten geht, zeigen wir euch jetzt. Wir haben jetzt mal ein Irish Green genommen, das passt ganz gut. Für das Wirrwarr da hinten. Hey. So, also wie gesagt, einfach nur raufklemmen, ja. Ganz einfach. Wir haben das 2 mm Stencil. Als Cap für das Stencil Cap verwenden wir das Montana McLean Cap, dieses Graupunkt, ja. So, das wird auch empfohlen, ja. Dann würde ich mal sagen, sieht das aus. Natürlich, bevor wir jetzt anfangen, was fehlt? Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche dran. Und jetzt können wir eigentlich anfangen. Was ganz praktisch ist bei dem Stencil Cap, ist hier oben der Deckel hier. Den kann man ganz leicht abmachen. Der hat so einen Schnappverschluss. Kann man ganz leicht abmachen, dann kann man das sehen, wie die Farbe reinläuft. Und besonders gut ist es fürs Reinigen. Also du kannst es perfekt reinigen und das Cap ist danach wirklich schön sauber. Ja, also ein riesen Vorteil. Ja. Ich lasse jetzt mal den Deckel ab, weil ich will mal gucken, wie das da reinläuft. Das interessiert mich, weil ich habe es noch nicht probiert. Wir probieren es jetzt mal gemeinsam aus. Let's go. Komm ruhig hier, von der Seite. Komm, stell dich mal hier hin. Komm mal ruhig näher. Dann könnt ihr mal genau zugucken, wie das hier reinsprüht. Also ich sprühe es mal hier. Von innen drin seht ihr auch so ein Dreiecke. Also die scheinen sich da wirklich was gedacht zu haben. Und na wunderbar. Ausrichten, okay. Fängt an. Aber wirklich klein. Guck mal, wie die Farbe reinläuft. Also es scheint zu funktionieren. Ach du Jemine. Das ist doch mal eine Linie. Das glaubt man ja gar nicht. Ja, funktioniert. Farbe sammelt sich. Dann machen wir mal mein kleines Straw-Up. Wir machen jetzt den kleinsten Straw-Up mit Sprühdose der Welt. Ich glaube, ich komme ins Guinness-Buch der Rekorde. Guinness, aufpassen! Jupp! Hi! Jo! Also ich muss wirklich sagen, also die 2 mm sind wirklich 2 mm. Das habe ich noch nie erlebt. Also das ist wirklich extrem klein. Also wenn man jetzt Haare macht. Haare? Also ist ja extrem geil. Extrem geil. Also das Cap funktioniert sehr, sehr gut. Ja? Wie ihr seht, guckt euch das ruhig an. Also wir haben es jetzt wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Ja, guck mal, ich habe hier was gekratzt von der Wand. Also es läuft wirklich rein, exakt sauber. Also wirklich total geil. Die Farbe ist drinnen, flüssig. Ja, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Spaß. Guck mir zu. Oh nö. Also unser Fazit ist, sehr geiles Ding. Und jetzt reinigen wir das einfach mal. Gucken wir auch zusammen, wie wir das reinigen können. Ob das einfach geht oder nicht. Bis gleich. Also
wirklich eine geile Sache. Ich bin wirklich extrem begeistert. Das ist wirklich bis jetzt das beste Stencil Cap, was ich je gesehen habe. Also, die Linien sind extrem dünn. Guckt euch mal an nochmal. Also, es ist kein Fake. Guckt euch das an. Ja. Guckt euch das hier an. Also, extrem sauber, extrem schön. Ja. Also, mega geil. Also die Farbe ist sehr, sehr dick. Ja. Ich denke mal, wir werden das jetzt reinigen. Da wird ein bisschen Aceton reinlaufen. Ist gar nicht so schlecht, weil da haben wir den Squeezer schön flüssig. Wir probieren es mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das gemacht wird, wie es gedacht wurde, aber wir probieren es aus. Also, einfach abgestülpt. Seht ihr? Ja. Hier mit Aceton. So. Ich würde mal sagen, wir nehmen das gleiche Cap. Mach mal ab hier. Rauf hier, aufstülpen. So. So, dann sprühen wir mal. So. Das reinigt sofort. Gucken, ob der Aceton das angreift, das weiß ich jetzt nicht. Ne, schön sauber. Guck mal, guck dir das an. Das ist wirklich schön sauber. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Ja. Hier vielleicht, hier siehst du es besser. Er geht problemlos. Geiles Zeug. Ja, zu dem Stencil Cap selber. Ihr werdet es nicht glauben, das ist ein Writer aus Texas. Der produziert die Dinger zu Hause selber mit seinem 3D-Drucker. Das ist kein Witz. Ja? Also das sind alles Unikate, alles von Hand gemachte Caps. Mit viel Liebe zum Detail und vom Writer. Also finde ich sehr geil. Wir haben die exklusiv jetzt hier. Also wirklich, das Cap ist mega geil. Ja? Also wir haben das gereinigt, wie gesagt, einfach nur eingesprüht mit Aceton. Und ich habe es nochmal untersucht. Ja? Also da ist jetzt nichts angegriffen. Ist alles noch so fest, wie es vorher war. Es ist schön sauber, wie gesagt, ganz einfach zu reinigen. Ich bin begeistert, ich bin wirklich extrem begeistert und freue mich schon, dass wir das für diese Pieces einsetzen können. Das gibt es in 2 mm, in 4 mm ja, und in 6 mm. Standardmäßig normalerweise mit nur einem Tank, aber ihr kriegt bei uns im Set auf jeden Fall noch 2 extra Flaschen dazu. Also ich habe dann 3 Leerflaschen, 3 Tipps für Squeezer. Und ja, ey, es bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit diesem geilen Cap und natürlich, wie immer, exklusiv im Wildstyle Shop. Ja, jetzt probieren wir mal, wie es aussieht als Squeezer. Ob das so funktioniert. Also das Cap ist jetzt sauber an sich selber. Komm ich in die Decke? Hier. Machen wir mal das Ding rauf. Wir haben ja, wie gesagt, Farbe und Aceton zusammen gehabt, gerade eben wegen Reinigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was, ob das jetzt Nachteile hat. Das werden wir ja sehen. Schüttel mal kurz. Dann checken wir mal den 210 Stencil Cap Squeezer. Vielleicht hast du jetzt auch einen Dripper, wa? Vielleicht einen Dripper. Also ich denke mal, das schadet jetzt nicht. Nee. Oh ja, geil. Schöner Dripper. Wow, yeah. Ist das geil? Komm mal da. Für Mikey. Yep. Ja, also wie gesagt. Perfekt. Das Konzept läuft. Also ihr habt jetzt praktisch Dose. Unheimlich dünner Strich, wie Airbrush. Also es ist wirklich wie Airbrush. Ja, man kann schon sagen, es ist ein Airbrush Cap. Und dazu hat er noch einen Squeezer. Also wenn ihr Leinwände Arbeit macht oder Aufträge, ich würde sagen, auf jeden Fall ist das Cap Pflicht, ja. Und das komplette Set mit den drei Flaschen, Leerflaschen dazu, kostet nur 29,90. Ja, ihr kriegt dazu noch mal 3 Squeezer-Tipps. Und ja, also ich würde sagen, greift zu, ja. Ist ein geiles Cap. Ich habe es ausprobiert. Ich bin begeistert. Ich denke mal, ihr habt ja gesehen, ihr versteht, was ich meine. Es gibt es in 2 mm, in 4 mm und in 6 mm. Und ich würde sagen, das war's aus dem Wildstyle Shop. Und liebe Grüße. Alright! Wir haben es jetzt eine Woche her, als wir das 210 Stencil Cap probiert haben. Und was ist eigentlich mit dem Squeezer? Ja. Ich habe nämlich überlegt, das ist Sprühdosenfarbe und die trocknet ja schnell. Richtig.
Was ist passiert? Was ist passiert? Ist der jetzt eingetrocknet? Funktioniert der jetzt nicht? Ist das vielleicht doch eine scheiß Idee? Gucken wir mal. Wir testen das jetzt. Richtig. Also, komm schön da ran. Schön Rahmen hier. Ihr seid live dabei. Keine Schnittbilder. Wir öffnen jetzt. Es ist flüssig. Ja. Kommt mal schön da ran hier. Oh, es hat gezischt. Da hat sich ja noch Gas gebildet. Aber ey, ich muss sagen, ist immer noch so schön saftig wie vorher. Wir haben ersten Tag. Also, funktioniert doch. Was sagst du? Bombe. Bombe. Läuft. 210 Stencil Cap. Yeah. Und das war's, oder? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben doch 4 mm und 6 mm. Oh. Was ist damit? Wir möchten also den 4 mm ausprobieren. Ich will sehen. Und den 6 mm ausprobieren. Sehen. Wollt ihr den auch sehen? Yep. Let's go. Aber dann schnell hier. So, hast du Farbe da? Neue Farbe gemacht. Code Red. Code Red. Und pack mal aus, das schöne Ding hier. Komm, wo ist der hier? 4 mm. 4 mm steht drauf, ist drauf. Und hier steht drauf, 4 mm. Wie gesagt, diese Teile werden von Writer gemacht aus Texas. Von Hand. Also der hat einen 3D-Drucker, der macht jedes Ding einzeln. Ja? Und also, dein McLean Cap ist noch dabei. Ist übertrieben, ey. So. So, was habe ich vergessen? Das Fläschchen! Das Fläschchen! Doktor? Auf die Station. So. Dann testen wir jetzt die 4 mm. Haben wir hier. So. Okay, also 4 mm. Jawohl. 4 mm. Also hier sind noch die alten Linien von der ersten. Letzte Woche. Also das waren 2 mm, jetzt haben wir hier 4 mm daneben. Ja, kann hinkommen, 4 mm. Also ich muss sagen, ey, das ist so geil. Das ist so geil, Alter. Guck mal, wie du reinlässt. So, warte, Markus. Machen wir mal wieder mein an Guinness Buch der Rekorde, ja, Weltrekorde. Kleinstes Rob der Welt. Kleinster One-Liner der Welt. Ich ergänze, kleinstes verkacktes One-Liner schießt der Welt. Aber ihr seht, im Dauereinsatz, wie gesagt, funktioniert auch geil. Also wirklich, es ist definitiv das beste Stencil Cap. Auf jeden Fall. Was sagt 6 mm? 6 mm. Ja. Also reinigen geht ganz einfach, du hast hier oben die Deckel, den machst du einfach ab. Das ist schön sauber. Das hast du ja bei letzter Woche schon gesehen. So, ich mache jetzt das neue Cap drauf. So. Fertig, schraub den Tank wieder ran. Und dann habe ich heute Abend einen roten Squeezer. Richtig. So. Wieder ran und dann gucken wir mal. Ja. Jawohl. Das sind 6 mm. Ja, kommt hin. Also wirklich 2 mm, 4 mm, 6 mm. Und es funktioniert wirklich. Also ich bin echt begeistert. Ja? Ich versuche mal meinen One-Liner zu retten. Das war schon ein Zwei-Liner. So, ich würde mal sagen, liebe BVG, ihr kriegt ab heute die kleinsten Graffiti-Pieces an eure Trains. Alright, das war's.